Ein herzliches Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute das lang ersehnte, was ist in meinem Kamerarucksack 2018? So, ich habe das jetzt lang vor mir hergeschoben, beziehungsweise bin ja lange Zeit nicht zugekommen. Jetzt habe ich hoffentlich eine Art Setup gefunden, was mich halbwegs zufriedenstellt. Unter anderem habe ich letztens was gesehen, was mich nämlich davon überzeugt hat, dass ich das jetzt einfach mache. Jedenfalls möchte ich jetzt erstmal dazu kommen, was ist denn 2018 in meinem Rucksack? Und ich kann jetzt schon sagen, das wird sich nicht viel verändern. Denn mein Setup, so wie ich es jetzt aktuell habe, ist mit dem letzten Teil, was jetzt letztens mit dem Review vom Wildrucks EFM2 gekommen ist, ist das letzte Teil quasi in meinen Rucksack reingekommen und das dürfte jetzt eigentlich gewesen sein. Aber ohne lang rumzuschwafeln, möchte ich direkt starten. Und ich würde sagen, wir fangen beim Rucksack an. Der Rucksack ist ein Low-Pro-Rucksack und zwar der 400AW. Der 400AW ist noch ein recht kleiner Rucksack, also vor allem für mich als großen Kerl wirkt er ein bisschen kleiner, aber ich finde ihn eigentlich super in der Größe, so wie er ist, aus mehreren Gründen. Und zwar einer der größten Gründe ist ja auf jeden Fall auch Gewicht und Größe. Und je größer der Rucksack ist, desto mehr packt man natürlich auch rein. Dementsprechend bin ich ganz froh, dass der ein bisschen kleiner ist, weil ansonsten würde ich nämlich alles mitschleppen, was ich so habe. Und hier vorne habe ich eigentlich nur so ein bisschen Kleinkram drin. So alles, was so ein bisschen unterstützend ist, beziehungsweise was man halt mal irgendwann brauchen könnte. Und das ist unter anderem hier ein Lenspen, Edding, Kugelschreiber. Hier habe ich so einen Kameragurt. Und den Kameragurt, der ist so mehr Ersatz dabei. Denn ich habe hier nehme ich noch einen dran. Das ist von Fumito, der K1. Das ist der Vorgänger. Die Dinger, sehr, sehr praktisch, habe ich einfach immer dabei, für den Fall, dass man es mal braucht. Unter anderem, hier fehlt gerade die Baseplate, weil die an der Kamera, glaube ich, dran ist. Ansonsten habe ich hier noch drin so ein kleines Kästchen mit allen möglichen Aufsätzen für Schraubenzieher drin. Meine Powerbank-Halterung, die ich quasi dann oben drauf machen kann mit Dummy-Batterie und Adapterkabeln, um, wenn ich mal wirklich Strom brauche, da einfach alles direkt am Mann zu haben, um das aufzubauen quasi. Sowas wie ein kleiner Spanngurt, immer praktisch dabei zu haben, für den Fall, dass man mal irgendwo Stativ festmachen muss. Und zu guter Letzt habe ich hier so eine kleine Schale von Samsung. Hier waren mal Kopfhörer drin. Aber wenn man jetzt reinguckt, habe ich hier so kleine Sachen drin. So, ne? Oben der Blitzschuh, die Blitzschuhabdeckung für den Batteriegriff dieser Abdeckung. Von 3/8 auf 1/4 Zoll, also einen kleinen Einsatz. Was um die Kabel festzumachen, wenn ich Kabel festzumachen habe. Und halt ein Coldschuh-Aufstecker für irgendwas zum Festmachen. Es sind so ein paar kleine Sachen, die mir immer ganz praktisch sind, dabei zu haben. Weil man weiß man ja nie. Ich habe auch noch hier ein paar Pflaster drin und sowas. Falls es mal unterwegs zu irgendwelchen Verletzungen kommen sollte, am Finger, das ist manchmal ein bisschen schwierig. Kommen wir jetzt aber zu der interessanten Sache, die ja die meisten Leute wahrscheinlich interessieren wird. Und das ist ja wie gesagt der 400AW von Lowpro. Und bei dem Rucksack ist es halt so, dass man den von hinten aufmacht. Was ganz praktisch ist, wenn man nämlich unterwegs ist. Und man muss mal keine Angst haben, dass irgendwas geklaut wird. Ein bisschen ein Nachteil an einem Rucksack, was heißt Nachteil? Aber der bleibt nicht offen. Also das heißt, der geht immer wieder zu, egal wie sehr man das macht. Deswegen habe ich hier so einen kleinen Trick. Und zwar hier ist nämlich der Regenschutz drin vom Rucksack. Und wenn man dann den Klettverschluss löst, kann man die Lasche hier ganz geschmeidig reinstecken und man kann auf den ganzen Rucksack zugreifen. Und ich würde einfach mal sagen, ich fange mit dem Interessantesten an und das ist doch wohl die Kamera. Und zwar habe ich hier die Lumix G81 mit Sigma 18-35 Combo. Der Wildrucksadapter ist dran. Hier habe ich noch eine Gegenlichtblende, die habe ich eigentlich immer bei, für den Fall, weil meistens habe ich ja eh hier Filter drauf. Deswegen ist das eigentlich nicht ganz so schlimm. Ja, und die Combo ist so ziemlich so das, was ich mir immer, was heißt, erträumt habe. Aber das ist so das, so mehr brauche ich halt nicht. So, ich habe hier Full HD in 60 Frames, was für die meisten Slow-Mos reicht. Und auch in dem Paket drin haben wir natürlich 4K bis zu 30 Bildern. Ich benutze in der Regel, benutze ich 25 Bilder in einer Sekunde. Ist natürlich jedem selbst überlassen. Manche schwören auf 30, manche schwören auf 24. Ich nehme halt einfach 25. Ja, haben wir hier eine Lichtstärke von f1.2 mit dem Objektiv von 12 bis 25 mm. Ist echt für alles, was ich so brauche, ganz praktisch. Und zu der Kamera kommt ja auch bald noch ein Review. Denn das soll mein erstes großes Review werden, weil ich die Kamera jetzt auch über ein Jahr quasi getestet habe. Ich habe ja damit sehr, sehr viele Sachen gemacht, war mit der Kamera unterwegs und kann dazu jetzt mittlerweile einige Sachen sagen. Deswegen möchte ich mal so ein richtiges Kamera-Review machen. Das Schöne an den Rucksäcken ist halt auch, dass hier alles so schön drin organisiert ist. Man hat sich das Ding quasi so zusammengebaut, wo man weiß, wo alles ist. Man greift dann nur noch hin und man hat
instant einfach die Sache zur Hand, die man braucht. Unter anderem, falls ich mal ein anderes Objektiv brauche, hier habe ich mein Zweitobjektiv. Das ist das Objektiv, was ich hauptsächlich zum Vloggen benutze. Das ist ein Tokina 11 bis 16 mm f2.8. Hat einen kleinen Schaden. Weiß nicht, ob man das hier so sehen kann. Hier ist auf jeden Fall schon einiges passiert. Deswegen habe ich das Ding für lau bekommen. Aber ganz ehrlich, ne, so ein Objektiv für lau. Hier ist auch ein fetter Fingerabdruck drauf. Kann ja nicht angehen hier. Und das hat schon einiges, wie gesagt, mitgemacht. Funktioniert aber noch einwandfrei. Manueller Fokus funktioniert. Und ist so mein Go-To zum Vloggen. Und jetzt kommt das Objektiv, was quasi bei der Kamera dabei war. Das ist das Panasonic 12 bis 60 mm f3.8 bis 5.6 Kit Objektiv. Aber es ist wetterversiegelt, ne? Es ist wettergeschützt. Wir haben hier Staub- und Spritzwasserschutz drin. Ist dann auf jeden Fall so ein bisschen sowas wie eine Reserve, die ich immer dabei habe. So, und jetzt komme ich noch zu einem Objektiv. Das hat sich so ein bisschen versteckt. Das ist nämlich hier drin. Und das ist ein ganz kleines Objektiv. Das ist das Objektiv von meinem besten Freund, der mir übrigens auch diesen Rucksack zum Geburtstag geschenkt hat. Das habe ich ganz vergessen zu sagen. Der hat mir den Rucksack zum Geburtstag geschenkt. Bin ich sehr, sehr froh drüber. Ich hätte mir nicht für so eine Billiggurke rausgesucht. Und der hat mir diesen Rucksack geschenkt. Danke dafür nochmal, falls du das siehst. Und das Objektiv, muss man ja mal sagen, ist klein, aber oho. Denn das ist das Äquivalent von einem 70 auf 200 mm. Das muss man zwar, wenn man es an der Kamera hat, muss man es zwar ausfahren. Aber es ist immer noch so. Also 35 bis 100 mm. Das heißt, ne, mit einem Crop-Faktor von 2 bist du bei 70 auf 200. Das ist schon ultra klein und das habe ich einfach immer dabei. Einfach für den Fall, dass man es mal braucht. Erstens braucht es nämlich mein bester Freund, braucht es halt nicht aktuell. Und sollte sich mal ein Käufer finden, kann ich das natürlich gut und gern abgeben. Aber es ist einfach nett dabei zu haben für den Fall, dass man wirklich mal wo näher ran möchte. Auf der anderen Seite habe ich die Tasche für den Rode SmartLav. Den habe ich aber gerade aktuell an mir, deswegen kann ich den schlecht zeigen. Und die extra Batterien, da ist aktuell auch nur eine drin, weil ich da eine brauche und da eine brauche. Hier habe ich dann auch noch alle meine Filter. Und zwar habe ich 4 Stück an der Zahl. Das sind einmal 2 ND-Filter von der Firma Fotka. Und dann habe ich hier 2 Polfilter, einmal von B&W und einmal von der Billigfirma. Den von der Billigfirma muss ich noch testen. B&W hat sich bewährt, Fotka hat sich auch bewährt. Mache ich auch noch ein Video drüber. Habe ich immer hier an der Seite drin, sind beschriftet, damit ich halt nicht durcheinander komme. Ja, dann habe ich hier noch Mikrofon drin, hier wäre dann auch der Recorder drin. Mit dem Recorder zeichne ich aber aktuell auf, den habe ich hier in der Tasche einstecken. Und das ist halt das Mikrofon mit der Deadcat und dem normalen Aufsteckschaumstoff quasi hier unten drin. Dann habe ich hier noch ein paar Sachen zum Saubermachen, was man halt so braucht. Noch eine Deadcat für den Recorder. Ganz wichtig, dass wenn man viele Objektive bei hat, so kleine Adapterringe, hier ist das 35 auf 100 mm, dann habe ich hier noch einen auf 77 mm für das Tokina, 72 hat das Sigma. Hier hinten habe ich dann noch eins meiner Lieblingsobjektive, habe ich auch schon Video drüber gemacht, das ist das Helios. Das Helios 44-2, 58 mm Objektiv, alles manuell, ist ein altes Objektiv, hat aber sehr, sehr viel Charakter. Auch sehr, sehr schönes Objektiv, kann man immer dabei haben, wenn man mal, keine Ahnung, Porträts oder sowas, ist schon offenblendig recht scharf und hat auch einen schönen Kontrast. Und zu guter Letzt habe ich hier noch so einen kleinen, ne, wenn man viele Objektive dabei hat, muss man die auch wechseln, habe ich noch so einen kleinen Blasebalg. Das ist halt mein Equipment, wenn ich wirklich mal unterwegs bin, wenn ich halt quasi eine kleine Reise gehe oder sowas, wie ich es letztes Jahr mit meinem besten Freund gemacht habe. Da habe ich so ziemlich alles dabei, einfach weil ich halt nicht weiß, was ich denn filmen, fotografieren oder sonst was möchte. Bei mir ist es ja eher so, dass der Fokus auf Filmen und Fotografieren liegt. Und einfach so ein bisschen, um für jede Situation gewappnet zu sein, habe ich halt recht viel Sachen dabei. Ich könnte jetzt hier noch das 200 mm F3.5 reinpacken, was da hinten im Regal steht, in der ganzen Kram und Kugelkopf und sowas. Aber ich denke, das ist so das Maximum, was ich mitschleppen möchte, weil da muss auch noch das Stativ dran. Das ist übrigens das Manfrotto Beefy Live. Da steht aktuell die Kamera hier vor mir drauf. Und ja, und ich kann halt schon jetzt sagen, dass es sich halt über das Jahr nicht viel verändern wird. Mit dem Sigma und dem Wildrox habe ich ja mein Setup so ein bisschen eigentlich schon ans Maximum geführt. Deswegen kann ich da nicht mehr viel machen. Und deswegen wird sich mein Setup auch nicht viel verändern dieses Jahr. Deswegen heißt es dieses Jahr quasi rausgehen und, wie sagt man so schön, einfach filmen, einfach fotografieren. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich habe noch, wir haben jetzt schon wieder April und ich weiß ehrlich gesagt nicht, so, das Jahr verfliegt schon wieder. Ich war quasi dieses Jahr noch nicht draußen. Ich plane mal ein bisschen in nächster Zeit. Vielleicht kann ich da einfach mal die Gelegenheit nutzen, um für einen Vlog oder sowas rauszugehen, wo ich vielleicht ein bisschen erkunde, ein bisschen fotografiere. Denn hier gibt es schöne Sachen in der Gegend. Alles klar, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, euch war ganz interessant. Ne? Für alle Leute, die auch mal gucken möchten, was das denn alles genau ist. Ich habe auch alle Sachen unten verlinkt. Und ja, wir hören uns im nächsten Video wieder. Macht es gut. Haut rein. Und tschüss.